Mädels und willkommen zu einem neuen Video. Und heute mache ich mit euch Tie-Dye-Shirts. Dachte mir, dass das eigentlich ganz gut zum Sommer passt und ich habe auch irgendwie noch kein deutsches Tutorial dafür gefunden. Also dachte ich mir, mache ich das jetzt einfach mal auf Deutsch und dann ja, wünsche ich euch viel Spaß. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Unterlage, ein Backofengitter, ein weißes T-Shirt, Leitungswasser, Perlen, Handschuhe, Gummibänder und die Batikfarben. Als erstes nehmt ihr euer T-Shirt in der Mitte und dreht es einfach um, bis es zu einem Knödel wird. Als nächstes tut ihr dann die Gummibänder um das T-Shirt drum und verteilt das so, dass Kuchenstücke entstehen. Als nächstes füllt ihr dann die Farben mit Wasser voll bis oben zu dem Strich. Das wird meistens angezeigt. Und dann wird ordentlich geschüttelt. So sollten dann die Farben am Ende aussehen. Dann nehmt ihr euch eine Farbe und verteilt sie sozusagen in dem Kuchenstück. Und das macht ihr dann eben mit jeder Farbe in einem Teil. Und das Ganze dann nochmal auf der Rückseite. So sollte es dann am Ende aussehen. Also nicht wundern, wenn mal ein paar Farben über das Gummi geht. Das ist kein Problem. Als nächstes nehmt ihr euch dann Frischhaltefolie und wickelt das um das T-Shirt herum, sodass wirklich nichts mehr frei ist. Das muss dann einfach 8 Stunden lang rumliegen. Nach den 8 Stunden dann einfach die Frischhaltefolie und die Gummis entfernen und auswaschen, bis fast keine Farbe mehr zu sehen ist. So, das ist dann mein Zwischenergebnis. Dann einfach in die Waschmaschine, aber aufpassen, nur die Tie-Dye-Sachen waschen, mit nichts anderem vermischen. Jetzt kommt der Teil, wo ihr eigentlich mit eurem Shirt schon fertig seid, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es noch so ein bisschen verändern und jetzt zeige ich euch einfach wie. Dazu nehmt ihr am besten eine Stoffschere. Ich hatte gerade keine Stoffschere. Dann nehmt ihr euch am besten ein Lineal. Ich hatte auch kein Lineal. Woo! Und messt einfach ab, wie lange ihr die Zipfel haben wollt. Als nächstes schneidet ihr dann einfach immer bis zu dem Strich oben. So sollte das T-Shirt dann nach aussehen. Dann dreht ihr das T-Shirt einfach um und klappt die unbeschnittene Seite um und schon könnt ihr einfach weiterschneiden. Dann geht's ans Flechten. Ihr könnt eigentlich so viel flechten und verändern, wie ihr wollt. So sieht jetzt mein T-Shirt ganz am Ende aus und ja, ihr könnt euer T-Shirt eigentlich so gestalten, wie ihr wollt, also wünsche ich euch dann viel Spaß. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch ein Bandana
getie-dyed. Aber ihr könnt eigentlich so ziemlich alles tie-dyed, was ihr wollt. Viel Spaß!